Das ist das kleine Ferienhaus deiner Familie? Was bist du, eine heimliche Kennedy oder sowas? Meine Freunde! Hallo. Hi, wie geht's dir? Wir sollten es heute Abend tun. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber es kann doch unmöglich so schlimm um sie stehen. Ich habe mich schon die ganze Woche lang darauf gefreut. Es ist vergessen, okay? Hi! Hey. Dann lasst uns mal loslegen. Ich fange den Ball, wenn er zu mir kommt. Wie willst du denn den Ball fangen, wenn du nicht... Also spiel mir den Ball zu! Diese Eheintervention ist schon lange überfällig. Das klingt sogar noch verrückter, wenn du es laut sagst. Ja, das klingt nicht so toll. Ich finde nicht, dass es angebracht ist, wenn irgendein fremdes Kleinkind hier dabei ist. Ist Titanic da schon gelaufen? Als sie geboren wurde? Nein, aber ich habe ihn ihr erklärt und sie weiß, wie er ausgeht. Wir haben immer noch keine Hochzeitseinladung von euch. Glaubt mir, lasst euch Zeit. Man kann es fühlen, die Last von ihrem Ehegefängnis. Peter, hast du das schon gemacht? Es ist versalzen, tut mir leid, Leute. Vielleicht hast du ja nur einen extrem empfindlichen Gaumen. Vielleicht. Ich hatte einen auffälligen Pappabstrich. Danke. Ich schwitze einfach so doll. Sie denken, ihr sollt euch scheiden lassen. Pia, die Wahl verleiht dem großen Frust eine moderne Form. Kann ich irgendwas tun? Sie warf Pfirsiche nach mir. Fühlte es sich aufregend an, Aufmerksamkeit von einem süßen kleinen Ding zu kriegen? Ja! Beständig und durchgehend fesselnd. Es tut mir leid. Was, wenn wir nicht mehr so werden können, wie wir mal waren? Über die Runden zu kommen in dieser Welt heutzutage. Das erfordert die ganze Kraft. Stimmt. Bis dass die Freunde euch scheiden. Oh, ich war die beste Spielerin im Kickballteam der Jugendarrestanstalt. Mit sowas sollte man nicht angeben.